So, liebe Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon TCG Online Unboxing. Wie ihr sehen könnt, haben wir 15 Packs zur Verfügung. Die habe ich mir tatsächlich dieses Mal selbst gekauft. 5 von Farbenschock und 10 von Weg des Champs habe ich mir alle online gekauft, die Codes. Und ich hoffe, wir können jetzt hier irgendwas Cooles bekommen. Also, es wäre schon ganz cool, oder? Ich meine, wenn ich schon Geld dafür ausgebe, dann will ich jetzt auch was haben. Für meine Oh, was ist das denn für ein Titel? Das sieht wirklich sehr seltsam aus, aber okay. Da Staloba ist cool, hatten wir aber schon mal. Und was haben wir hier? What the hell? Kate! Und dann in so einem coolen Design vor allem. Kate mag ich ja generell sehr gerne, also wer denn nicht. Aber das Design ist mega cool. Also, das freut mich doch mal direkt hier. Kommen wir mal direkt zum nächsten Pack. Also das ist doch schon mal ein ziemlich guter Start, denke ich. Ich weiß nicht, wie selten die Karten sind, aber sie sehen zumindest ganz hübsch aus. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Ninjask. Oder Ninjask. Ninjask? Ninjask. Ich meine, das ist Ninja, okay? Keine Ahnung. Wenn ihr übrigens noch Codes habt, könnt ihr die mir ganz einfach per E-Mail schicken. Wenn nicht, ist das natürlich auch vollkommen okay. Das Score-Stadium, okay. Oder das Stadion. Plaudergei. Voltula, alles coole Pokémon, aber ich bin ja wegen... Oh, ein Pokusan. Ich mag das Pokémon auch ganz gerne. Ich finde es ganz cool, dass es so viele verschiedene Formen hat. Aber auf jeden Fall, ich versuche natürlich die ganzen Tag-Team-Karten und EX und GX und alles andere noch zu bekommen. Kumu-Käse? Okay. Zubiris, LZBA, ja. Was haben wir hier? Ein weiterer... Was ist denn hier los? Alter. Hä? Ja, was könnten wir jetzt hier noch so bekommen? Also der Start war ganz gut, aber der Rest danach bisher eher nicht so. Metang ist ganz nett, Schneckmark, Kloptopus ist nach wie vor ziemlich süß eigentlich, aber was haben wir hier? Ein Elektroball. Ich habe es gerade gar nicht erkannt, was das darstellen soll. Aber ein Elektroball. Cooles Design. Aber es explodiert gerade. Also stirbt das gerade oder was? 100 Schaden Stromball und die Fähigkeit... scheint ganz gut zu sein. Damit kann man anscheinend seine Pokémon ziemlich stark boosten. Okay, damit wären die ersten 5 schon mal durch. Ich sollte vielleicht etwas mehr Zeit lassen, damit dieser Part nicht nur 2 Minuten lang wird. Aber jetzt kommt der Weg des Champs. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das ebenfalls Pokémon Schwert und Schild? Oder? Ich sehe kein einziges. Ah doch, hier, Clonkett ist ein Pokémon der 8. Generation. Der Rest hingegen jetzt nicht so ganz. Was haben wir hier? Ein Irokex? Ja... Ist das so ein Anzug, den er da anhat? Das habe ich nie gecheckt. Ach so. Oh, okay. Sehr interessant. Da lernt man ja manchmal neue Dinge hier. Und ein Zygarde, ja. Ich meine, Zygarde ist cool, aber ich will doch nur ein EX-Pokémon haben oder Full Art oder irgendwas Geiles und nicht diesen Shit hier. Ein Mashok ist ganz nett, ja. Primano. Ich wusste gar nicht, dass der Primano heißt. Okay. Man lernt hier immer wieder was Neues dazu. Hyperheiler. Und hier haben wir eine Full-Art-Karte von Hopp. Ja, wir alle lieben ihn, oder? Ah, Hopp. Ah. Gut, er ist jetzt nicht unbedingt der allerbeliebteste zugegeben, aber trotzdem, schöne Karte. Öffnen wir ein weiteres Pack hier. So, Carnivana. Boah, das ist alles so lame Pokémon, oder? Ich meine, ich finde es seltsam, dass sie hier diese Knetfigur haben, aber dann für die Entwicklung ganz normales... Artwork hier. Komisch. Was haben wir nun hier? Ein Altaria. Auch das hier glänzt... Was? Verrinder alle... Wow, das könnte ziemlich gut sein, oder? Richtiger Konter gegen V-Pokémon und GX-Pokémon. Also, ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut sein könnte, aber keine Ahnung. So, Kokuna, Hornliu, Thermopod... Noch eine weitere Hauptkarte, die haben wir gerade schon bekommen, nur halt als Full-Art-Karte. Und hier haben wir nun ein Barrikadax. Ja, das Pokémon mag ich eigentlich ganz gerne. Das Artwork finde ich aber ist jetzt nicht so cool, um ehrlich zu sein, oder? Hm. Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Das ist aber ziemlich gut. Gute Fähigkeit. Damit kann man die Hand des Gegners stark limitieren. Ja, aber so langsam vielleicht mal eine GX-Karte hier oder so? Wie kann es sein, dass ich durch die Codes von euch so krasse Karten bekomme, aber dann, wenn ich selbst Geld ausgebe, kriege ich hier so ein Shit? Gut, die Full-Art-Karten sind natürlich auch ganz nett, aber ich hatte mir schon ein bisschen mehr davon versprochen. So, was haben wir hier? Oh, ein Machomai. Oder Machomai. Ja, ganz nett. Also ich finde das Artwork sehr geil, aber... Hm, na gut, komm, noch ein Pack. Wir haben nicht ja so viele, ne? 4 noch hier nach. Oh.
Ich muss diesen Part irgendwie in die Länge ziehen, irgendwie über die 8 Minuten kommen. Das Turfield-Stadium, Warblu, ganz nett. Ist aber ziemlich krass, dass wir immer noch einige neue Karten bekommen. Ich habe das Gefühl, wir haben schon ziemlich viele von denen geöffnet, aber anscheinend nicht. Ein Gardevoir V! Full Art! Oder? Ich glaube ja. Das ist richtig cool! Wenn dieses Pokémon während deines Zuges geheilt wurde, oder während dieses Zuges geheilt wurde, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Sehr, sehr cool. Also das ist ein mega geiles Design, oder? Also darüber bin ich jetzt sehr, sehr froh. Also wirklich sehr, sehr froh. Das ist mega cool. Ja, so kann es von mir aus gerne weitergehen. Aber schauen wir doch mal, was wir hier noch so bekommen können. Also ich hoffe, es kommt mir erst so vor, da sind hier sehr viele Unlicht-Pokémon in diesem Set. Vielleicht täuscht das ein bisschen. Aber gut, wenn auch Team Yell dabei ist, würde das so ein bisschen erklären. Was haben wir nun hier? Ein weiteres Machomai oder Machomai und ein Irokex. Ja gut, wir haben noch wie viel? Hier nach noch zwei anscheinend. Oh. So langsam wird es knapp hier in diesem Opening. Kabu, ja, Ness. Ist ganz cool, die ganzen Arena-Leiter der 8. Generation nochmal hier zu sehen. Kann ich da tatsächlich nicht anders sagen. Primova, Macholo, ja. Und was haben wir hier? Ein... Hä? Schon wieder eins? Aber warum? Warum so viele von denen? Okay, noch ein Pack. Okay, komm schon. Irgendwas Gutes. Komm schon. Das Gute an diesem Projekt ist, dass ich das halt einfach so nebenbei bringen kann. Weil das sind jetzt nicht wirklich aufwendige Parts, wo ich einfach hier so ein paar Packs öffne. Kosten zwar ein bisschen Geld, wenn ich sie selbst kaufen muss, aber okay. Durch die Werbeeinnahmen kommt es wieder so ein bisschen zumindest rein, auch wenn die nicht ganz ausreichen werden. Das ist ganz süß. Klonket. Ja, was haben wir nun hier? Ein Altaria, ja. Und jetzt, Leute, das letzte Pack. Ihr müsst mir jetzt alle Glück wünschen, okay? Ich bete den heiligen Atua eben an. So, beten wir mal eben. Okay. Und eine Karte, die wir umdrehen können. Oh. Aber cool, dass wir hier Kanivana und Torhaido bekommen haben. Die kann aber nur eine Attacke. Wasserdüse. Diese Attacke fügt auch einem Pokémon auf der Bank des Gegners 20 Schadenspunkte zu. Das kann ganz gut sein. Aber eine zweite Attacke hätte vielleicht noch geholfen. Und jetzt kommt die mega krasse Überraschung. Ihr würdet es nicht glauben, Leute. Jetzt kommt das GX Ultra Tag Team Pokémon. Und zwar... What the hell? Wirklich? Kotomi V. Ich meine, das war nur ein Scherz, aber okay. Ich nehme es natürlich gerne. Zusammenpassen. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du eine Unterstützerkarte aus deinem Ablagestapel auf deine Hand nehmen und hinaufschweben. Du kannst dieses Pokémon und alle angelegten Karten in dein Deck mischen. Ach so, damit ich durch die Fähigkeit immer wieder eine neue Unterstützerkarte bekommen kann. Ja, okay. Man muss es aber halt auch entsprechend wieder boosten, ne, mit Energien. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vielleicht ist das mega krass und ich weiß es einfach nicht. Das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich bin ein Noob in diesem Spiel. Aber es sieht auf jeden Fall sehr geil aus, auch wenn ich Kotomi jetzt nicht so sehr mag. Okay, und damit wären wir anscheinend auch schon durch. Keine Booster-Packs mehr übrig. Das wären jetzt alle Karten, die wir bekommen haben. Ja, falls ihr noch irgendwelche Packs haben solltet, könnt ihr die mir gerne schicken, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht wird es ein Opening-Part werden, vielleicht wird es auch einfach ein ganz normaler Duell-Part werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.